Einen wunderschönen guten Tag wünscht wieder einmal Gerold Rudle und das Team von Reden wir über Rapid. Ich habe eine Frage an Sie. Was glauben Sie, wie hoch sind die Flutlichtmasten im Hanapi-Stadion? Na, schätzen Sie. Die Auflösung gibt es am Ende der Sendung. Das Hanapi-Stadion wurde übrigens 1976 erbaut, hieß damals aber noch Weststadion. Ganz zuvor gab es hier noch die Pfarrwiese. 1980, als der Erbauer dieses Stadions, nämlich Architekt, Diplom-Ingenieur Gerhard Hanapi, verstarb, wurde es dann umbenannt in Gerhard-Hanapi-Stadion und so heißt es ja heute noch. Hanapi war übrigens Rekordinternationaler und Spieler bei Rapid. Genauso wie mein heutiger Interviewpartner, und zwar Peter Schöttl. Du hast Fußball zu spielen begonnen bei Rapid? Ja, zunächst einmal in der Schule und dann über jemanden, den ich dann bei der Schülerliga kennengelernt hatte, der hat mich hierher gebracht und ich bin seit damals hier geblieben. Also war ganz zu Beginn noch auf der Pfarrwiese und habe also auch dann diese Übersiedlung hierher mitgemacht. Wenn du jetzt deine Karriere bis jetzt Revue blicken lässt, wenn du so mal zurückschaust, geht dir da etwas ab, fehlt dir etwas? Nein, für sich geht mir nichts ab. Ich bin eben ganz normal durch alle Nachwuchsmannschaften durchgegangen, habe mich dann in der Kampfmannschaft etabliert und habe an und für sich recht schöne Erfolge gefeiert, sowohl bei Rapid und dann durch die guten Leistungen bei Rapid habe ich es halt auch zum Teamspieler gebracht. Du bist etliche Male Cupsieger geworden, bist Meister geworden und wirst jetzt wieder dabei sein bei der Weltmeisterschaft, nehme ich an. Ja, ich denke schon. Jetzt ist es ja so gut wie fix, dass wir dabei sind und freue mich natürlich schon, weil es wäre das zweite Mal nach 1990, wo ich auch dabei war. Du bist, glaube ich, über 1,90 Meter groß. Ist das gut für einen Verteidiger? Grundsätzlich ist es sicher von Vorteil gegen den Großteil der Gegner, wenn man groß und kopfstark ist. Aber es gibt natürlich auch so lästige, kleine, wieselflinke Spieler, die glaube ich, keinem so großen Spieler besonders gut liegen. Aber grundsätzlich ist es sicher groß, wenn man zweikampfstark und kopfstark ist. Du warst ja eine Zeit lang auch Libero. Bist jetzt wieder Manndecker. Welche Position behagt dir persönlich mehr? Im Moment habe ich mich eigentlich mit dem Manndeckerposten am ehesten angefreundet. Es war so, dass ich in den Nachwuchsmannschaften immer Libero gespielt habe. Wie ich dann in den Kampfmannschaft gekommen bin, war dieser Platz vom Heribert Weber großartig besetzt und habe mich an andere Positionen umschauen müssen. Habe dann zeitweise im Mittelfeld gespielt und abwechselnd auch Manndecker und Libero und fühle mich, wie gesagt, jetzt am wohlsten auf dieser Manndecker-Position. Als Manndecker stehst du hinten und musst aufpassen, dass keiner kommt und dir ein Goal macht. Jetzt hast du aber bei jedem Match einen anderen Spieler. Kannst du dich auf die jeweils einstellen oder tut sie dann geschwind tauschen zwischendurch? Ja, das kommt darauf an, welches System man spielt. Wenn man mit Libero und zwei Manndecker spielt, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, nämlich dass man einem Spieler stur nachläuft. Also es kommt ein sehr guter Mittelstürmer und der Trainer sagt, das ist dein Mann, lass ihn nicht aus den Augen. Oder man nimmt, so wie es wir meistens spielen, jeder hat seine Seite. Also ein Manndecker deckt rechts ab, einer links. Und das ist schon ein bisschen flexibler und ist nicht so stur, das Nachrennen, was ich eigentlich gar nicht so gern will. Ich bin lieber einer, der, wie man sagt in der Fußballsprache, der lieber im Raum spielt, der mehr mit Übergeben spielt und nicht nur stur immer einem hinterherlaufen will. Er ist ein guter Verteidiger und er spielt super in der Abwehr. Der ist Rapid immer drei geblieben, genauso wie mir heute. Ja, er ist ein super Verteidiger. Eigentlich sind alle Rapidler super. Wie stellst du dir denn überhaupt deine Zukunft vor? Du hast jetzt selbst zuerst gesagt, du bist jetzt 30. Das heißt, in noch in ferner Zukunft wird die Zeit kommen, wo du nicht mehr aktiv spielen wirst können. Was wird dann auf dich zukommen? Ja gut, die Trainerprüfung habe ich abgelegt, einfach aus dem Grund, weil es mich erstens interessiert hat und weil man ja nicht weiß, ob vielleicht ist das einmal ein Beruf für mich, den ich gern machen würde. Muss aber nicht sein. Ich stelle mir aber doch vor, dass ich in irgendeiner Form halt dem Sport verbunden bleibe.
Aber in welcher Form, das kann genauso als Journalist sein oder ich weiß nicht, dass man im Management mithilft. Ich bin nicht sehr fixiert auf etwas, ich lasse das auf mich zukommen. Gut, wieder zurück zu Rapid. Gibt's in der jetzigen Mannschaft irgendjemanden, mit dem du dich besonders gut verstehst? Besonders gut. Ich muss sagen, es ist diese Rapid-Mannschaft, die sich heuer präsentiert, ist vom Mannschaftsgefüge wirklich so, dass ich sagen kann, so gut war es noch nie. Also der Zusammenhalt in der Mannschaft, und da gibt es überhaupt keine Gruppen. Da ist wirklich eine große Partie, die sehr viel Spaß hat miteinander. Und darum müsst ihr ja nicht, wenn ich da besonders herausheben sollte. Es ist schon so, dass in den letzten Jahren sehr viele Freunde von mir den Verein verlassen haben. Sei es, weil sie eben aufhören haben müssen oder weil sie eben die große Karriere im Ausland gemacht haben. Aber wie gesagt, es ist eine sehr angenehme Mannschaft und es gibt überhaupt keine Reibereien. Keine Reibereien auch nicht zwischen sozusagen den Youngsters, die irgendwie nach vordrängen, und den älteren Routinierten? Nein, von uns Routinierten, glaube ich, wir haben selber damals gemerkt, wie wichtig es ist, wenn einem die älteren Spieler helfen, wie wir noch jung waren. Und die jungen Spieler, die sind absolut super und sind ehrgeizig, sind aber nicht, wie soll man sagen, sind aber nicht so, dass sie, also nicht gescheiter sein wie die Alten. Und es passt einfach zusammen. Du wirkst, du bist ein Mensch, der sehr ruhig wirkt. Du wirst unglaublich oft auch von den Kollegen zu Interviews geholt, bist, glaube ich, fast immer bereit, ein Interview zu geben, selbst bei fürchterlichsten Niederlagen, stehst dann auch dort und schimpfst nicht nur, sondern kannst sehr gut überblicken die Situationen. Bist du privat gleich wie auf dem Fußballplatz? Ich denke schon. Es ist für mich schon wichtig, dass ich mich halbwegs unter Kontrolle habe, und ich finde es einfach auch wichtig, dass man nach Niederlagen sich der Presse stellt, weil es ist leicht, wenn man gewinnt, und dann geht jeder gern hin. Nur wenn man verliert und womöglich noch hinten einen Fehler gemacht hat, das womöglich zum entscheidenden Tor geführt hat. Das ist, glaube ich, schon Charaktersache auch. Ich kenne genug, die sich dann halt hinten nochmal dumm schleichen, und das ist nicht mein Ort. Es gehört einfach dazu. Schüttel ist ein guter Mondhicker. Gibt's nichts. Ja, Peter Schöttl ist sicher der beste Abwehrspieler Österreichs. Sieht man Nationalteam spielt auch. Du erwartest selbst von dir viel, erwartest du auch von deinen Mitspielern viel? Natürlich. Und wenn die jetzt zum Beispiel Fehler machen, wie gehst du damit um? Ja, wie gehe ich damit um? Ich schaue mir das eine Zeit lang an, und so hat ja jeder Fehler auch irgendwo seine Ursache. Wenn es ein Fehler ist, der einfach passieren kann, dann ist es kein Problem. Aber wenn es ein Fehler ist, der, weiß ich nicht, dadurch zustande kommt, dass wer überheblich ist oder einfach nicht konzentriert ist, dann kann ja auch ein Platz erlaubt werden. Nehmen wir zum Beispiel, vielleicht schon ein bisschen langweilig für dich, das Thema Sami Ipua, der immer wieder zwischendurch kleine private Aggressionsanfälle hat. Es wirkt jedenfalls so auf den Zuschauer. Versuchst du da einzuwirken, auch im Training vielleicht? Gut, der Sami ist ein eigener Fall, meiner Meinung nach. Der Sami braucht eine gewisse Aggressivität in seinem Spiel, sonst ist er nicht gut. Und das ist das Schwierige, das ist das Problem, was die Mitspieler und der Trainer mit ihm haben, dass man das eben in die richtigen Bahnen lenkt. Denn wenn er brav ist und nett ist, dann ist das nicht der Sami Ipua, der uns helfen kann. Wobei wir alle wissen, was das für ein großartiger Fußballer ist. Und darum ist es auch wirklich ein großes Anliegen von allen, dass wir den Sami eben so hinbringen, dass alle ihre Freude haben, die Zuschauer und auch die Mannschaft. Es ist auch immer wieder erstaunlich, weil wenn man ihn beobachtet beim Training, er ist so herzlich, freundlich, von den ältesten Menschen bis zu den kleinsten Fans, geht überall hin, steht stundenlang und gibt Autogramme, und dann am Platz ist er teilweise nicht wiederzuerkennen. Ja? Nein, er ist wirklich ein total offener Mensch, der wahnsinnig beliebt ist in der Mannschaft. Natürlich kritisieren wir, dass er seine Ausschlüsse und dass er dadurch natürlich der Mannschaft schadet.
Aber es ist für ihn einfach schwierig in Österreich. Ich will da gar nicht wieder auf die rassistischen Rufe zurückkommen, die es einfach gibt da. Und die er in dieser Form einfach nicht kennt, aus Frankreich und aus Italien, wo er bis jetzt gespielt hat. Und er tut es einfach schwer, mit so Sachen umzugehen. Und er reagiert da auch falsch, muss man sagen, weil so darf er sich nicht benehmen. Ja, natürlich, man sollte nicht auf Aggression mit Gegenaggression reagieren, aber prinzipiell, liebe Fans, keine rassistischen Rufe, Aktionen oder Sonstiges. Das hat nirgends etwas verloren, auch nicht beim Fußball. Vielleicht ist das ja auch generell eine Sache von Stürmern. Nicht? Ein Stürmer muss eine gewisse Grundaggressivität haben. Du hast selbst erst gesagt, der Semi braucht das, damit er gut spielt. Es gibt ja auch andere Stürmer, wenn ich zum Beispiel denke an den Ogris, der ja auch immer wieder sehr aggressiv gewirkt hat. Ja, natürlich. Das ist das Wichtigste. Ein Stürmer muss sich durchsetzen gegen seinen Verteidiger. Er wird meistens sehr, sehr hart genommen, abgeklopft. Und er muss sich natürlich auch zur Wehr setzen. Aber er muss sich halt mit richtigen Mitteln zur Wehr setzen. Großer, guter Spieler. Peter Schöttl, ein routinierter Mann, auch schon einige Male im Nationalteam. Zuerst Libero gespielt, dann als Manndecker, jetzt soll er angeblich wieder als Libero fungieren. Ich denke mir, dass der Peter Schöttl einfach ein guter Mann ist und für die Abwehr auf alle Fälle eine Fixgröße. Zu Beginn der Sendung habe ich Sie gefragt, wie hoch die Flutlichtmasten im Hanapi-Stadion sind. Nun, eine Höhe haben Sie schon erfahren, und zwar 1,90 Meter. Das ist aber nur die Größe von Peter Schöttl. Die Flutlichtmasten im Hanapi-Stadion sind 54 Meter hoch. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.